Frage nachgeeifert, ob das Christentum noch als geistiges Fundament Europas schaut. Und jetzt vielleicht auch als Einstiegsfrage, bist du da oder war deine Antwort da zufriedenstellend oder nicht? Weil ich tatsächlich wichtig finde, als Fundament der Gesellschaft ist das Christentum natürlich in der Tat wichtig. Und ob das noch taugt, das liegt natürlich auch daran, wie die Christen selber ihr Christentum verstehen. Und ich finde es einfach peinlich, dass die meisten Christen, wie ich eben schon gesagt habe, sich inzwischen für die gesamte 2000-jährige Christentumsgeschichte schämen, also sicherheitshalber, ohne es eigentlich zu kennen. Sie können führende Kirchenvertreter, können sie nachts wecken und die sollen sich für die Kreuzzüge entschuldigen, machen die sofort und schlafen weiter. Also Inquisition ist ja alles wurscht. Ohne aber eine Ahnung zu haben, wie es wirklich war. Ja? Das heißt, nicht in dem Buch wird jetzt nicht alles schön gefärbt, wie dann behauptet wird, sondern die wirklichen Skandale werden auch benannt. Ja? Die Kreuzzüge waren ein Skandal. Die frühen Christen waren total Pazifisten. Und wenn die gehört hätten, irgendwann würde man im Namen des Kreuzes einen Krieg führen, das wäre schrecklich gewesen. Oder die Ketzertötungen waren ein Skandal. Aber dass in den ersten 1000 Jahren keine Ketzer getötet wurden, dass die einzige Religion weltweit, in der Glaubensabweichler nicht getötet wurden, das Christentum war für 1000 Jahre.